Hi, schön. Also. Sowohl meine Brüder wie ich, wir haben wirklich Kindheit und Jugend immer ganz viel Sport gemacht. Wir haben Tischtennis gespielt, Tennis, wir kommen aus Kaufbeuren, haben viel Eishockey gespielt, Straßenhockey, Fußball, also vor allem immer auch Ballsportarten, sag ich jetzt mal. Und dann waren wir mit den Eltern mal in Schottland, da haben wir mal das erste Mal so ganz kurz ein bisschen gespielt, aber so die richtige Begeisterung, die ist eigentlich dann gekommen, da waren wir 1994 in Irland, nicht zum Golfspielen, sondern es war einfach gedacht, ein Urlaub, wo wir das Land eben anschauen wollten und sind dann auf so ganz einfache Golfclubs gestoßen, das ist ja wirklich Volkssport in Irland, sage ich jetzt mal, und dann haben wir uns einfach da Schläger gemietet und haben das mal probiert und es hat wirklich auch gut geklappt von Anfang an, weil man halt irgendwie, sag mal, als Sportler, man hat das Ballgefühl, hat uns so Spaß gemacht, haben dann am letzten Tag in Dublin zwei Golfbags gekauft und ja, und seitdem bin ich eigentlich leidenschaftlicher Golfer. Es ist ein 9-Loch-Platz, also kein 18-Loch-Platz, eher ein kleinerer. Und dann aber einfach so ein ganz bodenständiger Platz. Die Familie Osterried, die Senioren und die Junioren, die betreiben den Platz. Es ist wirklich ein Familienbetrieb, ist so ganz langsam, peu à peu, Stück für Stück, ist der Platz eben gewachsen. Und das spürt man einfach von der ganzen Atmosphäre. Nichts Abgehobenes, einfach ein ganz bodenständiger, toller Platz. Naja, so besonders schön ist halt einfach, dass wir uns mal wieder treffen. Und immerhin sind es dann Gelegenheiten, so 3-4 Mal im Jahr. Im Winter gehen wir ein bisschen Skifahren, auch 2-3 Mal im Jahr. Und das ist einfach schön, dass wir dann einmal wieder zusammen sind. Und das Golfspielen selber macht mir schon auch Spaß. Das ist schon auch eine schöne Sache, weil es was Ruhiges hat. Es ist trotzdem ein bisschen anstrengend. Man bewegt sich schon, man kommt in Bewegung. Und ich finde, es ist irgendwie auch ein schöner ästhetischer Sport. Also wenn einem dann mal so ein Schlag gelingt und der fliegt halt so richtig schön und kommt dann dahin, wo er hin soll, ist ein richtig schönes Gefühl. Und das ist eben manchmal, ich habe es ja vorhin schon mal so angedeutet, dann irgendwo das ja, Spezielle eben beim Golf. Ein paar Schläge kommen ganz sicher, ganz beständig und dann auf einmal geht er wieder rechts raus. Es ist ein Slice dabei oder ein Hook oder wie auch immer. Wir sagen dann so scherzhaft wieder Mysterium Golfi, das Geheimnis des Golfspielens, weil es irgendwie die ganze Zeit geklappt hat und jetzt kommt einfach so ein Ball wieder raus sozusagen und geht dahin, wo er nicht hingehen sollte. Lustige Geschichte kann ich vielleicht erzählen. Ich war mal 3 Jahre Bischofssekretär von 97 bis 2000 beim Bischof Viktor Josef damals. Und dann habe ich ihm auch gesagt, Herr Bischof, also ich bin halt von meinen Hobbys her ein Sportler und Skifahren ist mir ganz wichtig und Golfspielen. Und hat er so geschaut und habe ich gesagt, ja, also ich kann Ihnen sagen, das ist wirklich für mich die Erholung schlechthin. Und außerdem macht dann das Golfspielen oft auch demütig. Und dann hat er so geschmunzelt in seiner unnachahmlichen Art und hat gesagt, dann spielen Sie weiterhin fleißig Golf. Ich habe auch ganz bewusst, wie ich eingetreten bin, haben sich meine Brüder ein Golfbag gekauft und ich habe bewusst darauf verzichtet, habe gesagt, nein, ich kaufe keins, bin eingetreten. Und für mich war dann eigentlich mal bei einem Wüstentag, so ein Einkehrtag, den ich gemacht habe, und da habe ich zufällig das Evangelium betrachtet, wenn einer mir nachfolgen will, dann wird ihm alles wieder zurückgeschenkt werden, Vater, Mutter, Brüder, Ecke. Und da habe ich auch an die Ecker gedacht und habe gedacht, na, eigentlich aufs Golfspielen habe ich ganz verzichtet. Und das wird mir eigentlich jetzt wieder zurückgeschenkt, weil es ist so, ich kann Golf spielen, ich darf Golf spielen und es kostet mich eigentlich überhaupt nichts. Im Gegenteil, ich wäre meistens noch beschenkt. Also ich habe jetzt die ganze Ausrüstung geschenkt bekommen, ich darf umsonst spielen. Und das wichtigste und größte Geschenk ist natürlich das Treffen einfach mit meinen Brüdern. Klingt vielleicht ist ein bisschen groß, aber es ist schon in gewisser Weise wie eine Schule des Lebens. Und wie im alltäglichen Leben auch, geht es einfach darum, dass man so bestimmte Grundhaltungen hat, die beim Golfen wichtig sind. Das erste ist mal wirklich, dass man ruhig, gelassen, entspannt ist.
Also wenn man einfach hektisch ist, geht gar nichts. Die Gelassenheit, die Ruhe ist ganz wichtig. Zu ruhig ist aber auch schwierig. Aber der zweite Bereich ist auch ganz wichtig, dass man wirklich schwungvoll, kraftvoll, dynamisch, energiegeladen ist. Ganz wichtig beim Golf ist der Schwung. Das ist elementar, dass man einfach einen Schwung hat, locker ist und diesen Schwung hat. Zu viel Schwung ist auch wieder schwierig. Dann kann es sein, dass man verkrampft, dass man vielleicht zu viel will, dass man irgendwie auch ein bisschen verklemmt ist beim Schlag. Und deswegen so diese dritte Haltung, die auch ganz wichtig ist, sage ich mal, fröhlich, heiter, beschwingt. So die Leichtigkeit, die auch im Leben so wichtig ist. Und diese Dinge zusammenzubringen, ist beim Golf elementar für gute Schläge und, wie ich meine, auch im alltäglichen Leben. Hier zu spielen ist für mich einfach der geniale Ausgleich schlechthin. Sie haben die Lage jetzt hier auch gesehen, es ist ein Traum. Man hat die ganze Alpenkulisse vom Gründen bis zur Zugspitze rüber. Also ein wunderbarer Ort mit einer Ruhe, fast schon eine meditative Atmosphäre. Und für mich ist es wirklich eine ganz tolle, großartige Erholung.